Ich lese Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. Und ich bin im ersten Abschnitt, wie das Buch zu lesen ist, auf der Seite 8 angekommen, was die Bewertungen bedeuten. Was die Bewertungen bedeuten. Die Stiftung Warentest hat mit Unterstützung ausgewiesener Fachexperten Medikamente und Medizinprodukte bewertet. Die Mittel sind in 4 Kategorien eingeteilt. Geeignet für die Behandlung des jeweiligen Krankheitsbilds sind Medikamente, deren therapeutische Wirksamkeit bei dem betreffenden Anwendungsgebiet ausreichend nachgewiesen ist, bei denen der Nutzen das Risiko überwiegt und die einen hohen Erprobungsgrad aufweisen. Wegen des hohen therapeutischen Nutzens dieser Präparate gehören sie bei dieser Erkrankung oder bei den Beschwerden zu den Standardmedikamenten, soweit solche definiert werden können. Wegen des hohen therapeutischen Nutzens dieser Präparate gehören sie bei dieser Erkrankung oder bei den Beschwerden zu den Standardmedikamenten, soweit diese definiert werden können. Geeignet sind auch Mittel mit mehr als einem Wirkstoff, Kombinationspräparate, wenn sich die Wirkstoffe sinnvoll ergänzen. Medizinprodukte, bei denen von einer Kombination ausgegangen werden muss, sind geeignet, wenn für die Verträglichkeit der Einzelbestandteile und die therapeutische Wirksamkeit der Kombination ausreichende Belege vorliegen. Auch geeignet sind Mittel, deren therapeutische Wirksamkeit ebenfalls nachgewiesen ist, die aber noch nicht so lange erprobt sind wie die als geeignet bewerteten. In diese Kategorie fallen vor allem neue und weniger gut untersuchte Wirkstoffe aus bereits bekannten Wirkstoffgruppen. Mit der Bewertung werden außerdem Arzneimittel versehen, die zum Beispiel Konservierungsstoffe enthalten, wenn aus wissenschaftlicher Sicht gute Gründe dafür sprechen, Mittel ohne Konservierungsstoffe vorzuziehen. Ein Beispiel: Augen- und Nasentropfen sind häufig mit Konservierungsmitteln versetzt. Diese können an den Schleimhäuten von Augen und Nase unerwünschte Wirkungen auslösen oder die Schleimhäute schädigen. Daher wurden geeignete Augentropfen um eine Stufe in diese Kategorie auch geeignet abgewertet. Wenn sie Konservierungsmittel enthalten. So. Dies kann in ähnlicher Weise auch für andere Zusatzstoffe gelten, zum Beispiel für Zucker als Hilfsstoff in Lutschtabletten zur Behandlung von Halsschmerzen. In diese Bewertungskategorie fallen auch Mittel, die zwar noch immer als Standardpräparate gelten, in der Zwischenzeit aber von neuen, besser verträglichen Mitteln in ihrem Rang als Mittel der ersten Wahl abgelöst wurden. Mit Einschränkung geeignet sind Mittel, die zwar therapeutisch wirksam sind, aber im Vergleich zu Standardtherapeutika ein höheres oder nicht gut einschätzbares Risiko bergen. Sie zählen daher bei den besprochenen Krankheitsbildern nicht zu den Standardmitteln und werden nur unter bestimmten Bedingungen verwendet, etwa bei ausgewählten oder besonders schwerwiegenden Krankheitskonstellationen. Diese Bewertung erhalten auch jene Mittel, für die zwar in einigen wenigen Studien positive Ergebnisse vorliegen, deren therapeutische Wirksamkeit aber noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist, sodass weitere Studien erforderlich sind. Darüber hinaus gilt diese Bewertung für Medikamente, deren therapeutische Wirksamkeit geringer ist als die der besseren Mittel. Mit Einschränkungen geeignet sind auch solche Mittel, die ein breites Anwendungsgebiet beanspruchen, deren therapeutische Wirksamkeit aber nur für ein Teilgebiet oder eine bestimmte Gruppe von Patienten belegt ist. Wenig geeignet sind Mittel, deren therapeutische
wenig geeignet sind Mittel, deren therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend belegt ist, die nicht ausreichend dosiert sind oder deren therapeutische Wirksamkeit im Verhältnis zu den Risiken zu gering ist, sodass die wahrscheinlichen Risiken mehr Gewicht haben als der mögliche Nutzen. Wenig geeignet sind darüber hinaus Mittel mit mehr als einem Wirkstoff, wenn sich die Wirkstoffe nicht sinnvoll ergänzen, einzelne Wirkstoffe keinen Nutzen in dem jeweiligen Indikationsgebiet zeigen oder die Kombination keinen zusätzlichen therapeutischen Nutzen gegenüber einem Produkt mit nur einem Wirkstoff aufweist. So, es geht weiter mit einigen wichtigen Hinweisen. So, oder der Überschrift wichtige Hinweise. So, bis gleich.